Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei Gothic 1 und der Weg ist versperrt. Wir kommen hier gerade nicht durch und so wie ich das mittlerweile so ein bisschen jedenfalls recherchiert habe, müssen wir tatsächlich in diese Buggy-Gegend da und müssen da irgendwie über diesen Tempel rüberkommen. Ja, aber erstmal müssen wir irgendwie hier, keine Ahnung, versuchen reinzukommen. Das Tor ist immer noch versperrt, obwohl ich eigentlich, diese dämliche Statue da weggenommen habe. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir die hier irgendwo positionieren müssen. Wir können mal gucken. Genau. Es gibt noch einen weiteren Weg in den Tempel zu gelangen. Auf der heiligen Säule der Orkschaman steht eine Schläferfigur, die das Tor zum Tempel öffnet. Allerdings werden Urshaks Brüder wenig begeistert sein, wenn sie bemerken, dass ich mich ihrer heiligen Ikone bediene. Ja, ich denke mal, wir müssen das Ding irgendwo hier einsetzen, ne? Die Frage ist nur, wo? Wo muss das Ding positioniert werden? Also ich gehe doch mal ganz stark davon aus, dass diese Statue jetzt hier irgendwo ja hingestellt werden muss. Auf irgendeinen Sockel, der dann einen Mechanismus auslöst, der dann wiederum dafür sorgt, dass das Tor sich öffnet. Und wenn das jetzt hier nicht funktioniert, dann ist irgendwas kaputt. Also, als ob wir nicht noch genügend Probleme im Tempel hätten. Nein, jetzt backt das hier auch rum. Nee, das ist es aber nicht. Hier müssen wir nichts draufstellen. Hier muss nirgendwo was positioniert werden. Vielleicht hier drin. Das Problem ist einfach definitiv, dass ich, wenn ich jetzt hier nichts finde, keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Ja, das ist hier alles falsch. Das sind irgendwelche Opfergaben, die da dargelegt wurden. Ach, hier sind aber nochmal Tränke. Sieh mal eine an. Hier waren wir das letzte Mal schon mal nicht. Aber wie gesagt, das sind Fackeln, ne? Und entweder sind die an oder nicht, aber es sind auf jeden Fall keine Podeste, wo wir irgendwas drauf positionieren könnten. Und hier waren wir schon hier. Guck mal übrigens, an der Wand. Haben die hier ein bisschen was zum Räuchern oder generell zum Lagern aufgehängt? Ein paar schöne Stücke Räucherfleisch. Was haben wir hier? Ja, hier war früher die Rune drin, glaube ich. Die Spruchrolle, nicht die Rune. Rune ist ja was anderes. Die Spruchrolle war da früher drin, aber die ist jetzt auch nicht mehr da. Wir haben diese dämliche Orkstatue, aber wir wissen nicht, wo wir sie hin tun sollen. Also ich glaube fast... Also ich kann jetzt nochmal zum Hauptplatz gehen und gucken, ob ich da irgendwo das Ding hinstellen kann. Aber wenn das nicht geht, Leute, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Ganze hier verbuggt ist. Ich dachte ja eigentlich, man muss das Ding nur runterziehen und dann geht das Tor von alleine auf. Aber das hat ja definitiv nicht geklappt. So, aber ich sehe hier auch nirgendwo irgendwie eine Fassung, wo wir das, wo wir dieses Ding draufstellen könnten. Da hoch komme ich auch nicht. Also hier ist es auf jeden Fall nicht total offensichtlich, wo ich das hinstellen soll. Also hier waren die Orkschamanen und die haben halt hier da oben diese Statue bewacht, die ich dann da oben geklaut habe. Hier vielleicht irgendwo? Sind wir jetzt hier wieder in den Bereich, wo wir in die Tiefen kommen. In den Keller. Nee. Haltet mich für verrückt, aber ich glaube, wir haben hier einen Bug entdeckt. Ich kann es mir nicht anders erklären.
Also im Moment kommen wir dann tatsächlich nicht wieder rein. GZ dazu, liebes Spiel. GZ dazu. Ja, müssen wir uns reinschieben, ne? Müssen wir uns... Ich kann noch mal eben kurz das Ding angucken. Hier. Diese Figur stellt ein unförmiges Wesen dar, das eine Maske trägt. Die Maske wird von 6 großen Stacheln umsäumt. Jetzt sag mir doch mal bitte einer, was man damit machen soll, ja? Speichern. B. Marvin. So. Muss ich mich da so durchschieben. Hat ja keinen anderen Sinn. Ja, also... Es geht ja nicht. Es geht. Wir kommen ja definitiv nicht weiter. Und im Tempel werden wir auch wieder schieben müssen. Also... Dazu... Ach. Ah. Oh. Really? Ja, gut. Dann mache ich den Cheat jetzt in der Form wieder rückgängig. So. Cheat ist weg. Ja, so viel dazu. Man hätte vielleicht nochmal genau gucken können, aber das ist man dann einfach nicht gewohnt. Also so ein Schalter, dass man da tatsächlich so eine Maske braucht, um den Schalter zu betätigen. Ich meine, da hätte ich dann irgendwie so eine Säule erwartet, wo man irgendwie diese Maske hätte drauf platzieren müssen, damit irgendwas passiert. Nun, so geht's dann auch. Jetzt sind wir wieder im Tempel. Geht ja. Aber nervig ist es trotzdem. Ja, wir waren ja bei Xardas und dort hat sich ja gezeigt, dass wir mit jetzigen Informationen dort nicht weiterkommen. Wir wissen, dass dieser untote Schamane dort für uns nicht besiegbar ist mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Also mit Waffen, die wir zur Verfügung haben, also mit unseren Nahkampfwaffen ist der im Moment nicht zu bezwingen. Der hat uns ja das letzte Mal mit der Todeswelle gesalzen einen in den Hintern gepfiffert. Das ging gar nicht. Da hatten wir keine Chance, irgendwie was zu machen. Deswegen ja halt die Info, wir brauchen eine Waffe, die mächtiger ist als alles andere. Bla 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 bla. Und ja, darauf müssen wir jetzt hier irgendwie noch stoßen. Irgendwo müssen wir das finden und ich bin mir eigentlich zu 99% sicher, dass diese Waffe dort zu finden ist, wo der Tempel so buggy war. Das bedeutet, dass wir da gleich im Zweifel wieder einige Anläufe starten müssen, ähnlich wie es schon ja in einem anderen Gothic-Part der Fall war, also in dem vorletzten, als wir da versucht haben, über die Brücke zu kommen, dass ich da einfach 2 Milliarden Versuche wieder brauche. Ja, so ist es einfach. Hat ja keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, aber ja, bitter. Nee, hier sind wir falsch. Übrigens, ich mache jetzt hier kein Lichtzauber an. Falls ihr hier nichts seht, ich sehe auch nichts und hier gibt's auch nichts zu sehen. Deswegen spare ich mir den Zauber und bewahre ihn mir auf für Momente, wo ich ihn vielleicht nochmal eher gebrauchen könnte. So, hier hoch. Sehr schön. Ach, guck mal einen an. Wen haben wir denn da? Auch wieder respawn. Hat er noch versucht? Versucht hat er ja. Hat ihm leider nicht viel gebracht. So, speichern. Ja, jetzt sind wir gleich soweit. Hier links. Und dann geht's gleich wieder los. Halleluja. Wie ich mich freu. Ach, da ist wieder respawn. Ach genau, wir sind ja das letzte Mal da unten lang gegangen. Sind nicht hier hoch, sondern da unten. Aber hier war dementsprechend auch noch Respawn. Übrigens kein Bug hier, dass die Mobs hier wieder gekommen sind. Was mit den Dämonen ist, weiß ich nicht. Also die Dämonen hier, keine Ahnung, dass hier so viele kamen. Ich weiß es nicht. Also das kam mir schon sehr merkwürdig vor.
möglich, dass das ein Bug war. Aber es ist natürlich auch möglich, dass jedes Mal, wenn man eine falsche Schalterkombination eingegeben hat, dass dann tatsächlich auch so viele Mobs gespawnt sind und dass das dann halt auch tatsächlich so beabsichtigt war. Das ist auch durchaus im Bereich des Möglichen. Ich muss gerade mal überlegen, wo ich lang muss. Hier, ne? Genau. Ja, ach Gottchen. Ich das schon sehe, ne? Da breche ich ins Essen. Nicht, dass ich Angst vor diesen scheiß Stacheln hätte, ja? Den kann man ja relativ easy dodgen. Ja, das ist ja relativ noch, ja. Okay, das war jetzt natürlich eher ein bisschen fail. Der ist hinüber. Ja. Vielleicht, es ist auch durchaus im Bereich des Möglichen, dass das jetzt hier nicht mehr so buggy ist, weil wir jetzt im Kapitel vorangeschritten sind. Das ist durchaus möglich. Aber wir sehen es hier links, da ist so eine Brücke, die darüber geht und dann kommt man da hinten hin. Die Frage ist, ob wir die auslösen können. Der Schlüssel wird da hinten sein, ja? In dem Portal, in dem Portal, was sage ich denn? In dem, dem Tor da hinten, hinter dem Tor, nicht in dem Tor, sondern hinter dem Tor. So. Let's see. Ich halte mich jetzt mal links. Vielleicht verreckt er ja jetzt nicht. Ansonsten, wenn er verreckt, müssen wir uns da irgendwie rüberschieben. Ja, weil, hat ja keinen Sinn anders. Aber bis jetzt. Frage ist, ob ich schon mal so weit war. Ich speichere jetzt hier nicht, weil ich nicht weiß, wie gesagt, was passiert. So weit war ich aber noch nie. Okay, ich denke, dass diese Bugs tatsächlich nur existieren, wenn man hier zu einer Zeit hingeht, wo man hier noch nicht hingehen sollte. Oder tatsächlich, weil wir uns links gehalten haben. Also das sind jetzt natürlich Spekulationen, die wir hier anstellen. Ist alles durchaus möglich, aber ja. Was dann tatsächlich davon der Wirklichkeit entspricht, wir werden es wohl nie erfahren. Es sei denn, ich bekomme irgendwann mal einen Entwickler, der mir Rede und Antwort... der sich mir Rede und Antwort stellen möchte. Was ich aber für äußerst unwahrscheinlich halte. Ansonsten, vielleicht mache ich irgendwann mal einen Leserbrief. Schreibe ich da einfach hin und frage die mal so ein paar, ein paar Fragen bezüglich Bugs. Oder ich richte mich einfach an irgendwelche Foren. Es gibt ja genügend Gothic-Veteranen, die sich wirklich Veteranen nennen dürfen, nicht so wie ich. Und die wirklich, viel Kraft und viel Zeit in dieses Spiel investiert haben und auch selber schon Jahrzehnte nach der eigentlichen Entwicklung selber noch an diesem Spiel arbeiten, die Grafik bearbeiten, neue Inhalte dazu erfinden, das finde ich wahnsinnig. Und das zeigt auch einfach, ja, wie beliebt Gothic ist, ne, muss man auch ganz klar sagen. Ja, einfach ein Wahnsinnsspiel, ein wahnsinniges Spiel, was international seine Lorbeeren verdient hat und das auch zu Recht, ja, muss man auch ganz klipp und klar sagen. So, wir haben diesen Schalter betätigt. Gefühlt gebracht hat es uns jetzt hier an sich erstmal nichts. Wobei ich jetzt auch nicht ganz sicher sein kann, dass diesmal auch wieder eine Animation gekommen wäre. Oder es ist vielleicht nur ein Schalter von mehreren, die wir betätigen müssen. Aber da hinten, das Ding ist noch nicht ausgefahren. Dieser Steg. So, jetzt hier. Zweite Feuerprobe für dieses Spiel. Bis jetzt. Vielleicht ist es das Linkshalten. Ich will es gar nicht ausprobieren. Ich mache es jetzt so, wie es mir rein objektiv betrachtet am ehesten gelingt, hier lebendig und ohne Fehler und ohne Bugs lang zu kommen. Vielleicht lag es wirklich an dem Zeitpunkt des Spieles, wo wir es versucht haben, wo wir hier hingegangen sind. Ihr müsst überlegen, wir sind hier hingegangen, bevor wir den untoten Schamanen gesehen haben. Und als ich davor war, beziehungsweise ihr habt es ja gar nicht gesehen, die 20 Tries, wo ich hier versucht habe, hier lang zu kommen, da ist es mir jedes Mal abgekackt. Es ist mir jedes Mal verreckt. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Das habe ich alles gar nicht ins Video gemacht, weil das wäre dann, hätte ich mir wieder was anhören müssen. Aber es war wirklich unglaublich lächerlich und keine Ahnung. Jetzt funktioniert es irgendwie. Gut, liebe Leute.
Ich nutze den Zeitpunkt, hier eben kurz einen Cut zu machen. Wir hören uns gleich wieder und bis dann. Macht's gut. Ciao.